Uiuiui, was für heiße Einsichten. Aussichten. Lissy und Giovanna machen für uns den ultimativen Extrem-Bade-Outfit-Check. Welcher Trend ist super heiß und trotzdem tragbar? Ja, das ist bei mir auch voll kompliziert, weil die bleiben alle hängen beim Anziehen. Ja. Hier kommen sie, die heißesten Badeoutfits des Sommers. Nein, die bitte ausziehen. Es geht um diese hier. Trend Nummer 1, der XXL-Ausschnitt. Mädels, eure Meinung bitte. Wie ist der so? Oh Gott, na das ist ja anstrengend. Okay, ist ja schon echt sehr sexy, ne? Man zeigt ganz schön viel Haut, muss ich sagen. Ich meine, das ist natürlich trotzdem bedeckt, aber ja, ich finde, es geht noch. Diesen, also es ist noch seriös. Es ist jetzt nicht zu offen, finde ich. Okay, das ist mal was anderes. Ja, man kann sich total gut drin bewegen, obwohl jetzt auch dieser große Ausschnitt in der Mitte ist. Aber es passt ziemlich gut. Das Fazit der Mädels, der tiefe Ausschnitt ist sexy und trotzdem nicht zu offenherzig. Daumen hoch für Trend Nummer 1. Auf zum Meinungscheck. Was sagen die anderen Badegäste? Frag doch mal nach, Mädels. Ich finde die sehr, sie verhüllen lassen, aber etwas frei lassen, was erahnen. Und strecken die Figur. Ja, ist nicht schlecht, muss ich sagen. Sehr gewagt. Bleibt die Frage, wie badetauglich sind die tiefen Dekolletés? Also bei mir war es total schwierig, weil das Ding die ganze Zeit rumflog. Sobald der Körper straff war, huch und gerade ging's. Aber sobald ich mich so ein bisschen gebückt habe, gleich alles rausgeflogen. Bei mir war es eigentlich erstaunlich gut. Also es ist halt wirklich, es hängt davon ab, Rücken gerade oder nicht. Solange der Rücken gerade ist, da das straff gezogen wird, sitzt es gut. Extravagant sieht auch Trend Nummer 2 aus. Raffinierte Cutouts. Also Mädels, rein in die Klamotte und raus mit der Sprache. Wie gefällt's euch? Bist du da überhaupt reingekommen? Frag mich nicht, es war sehr schwer. Bei mir ist es wirklich extrem ausgeschnitten, also man fühlt sich echt fast nackt. Man hat total wenig Haut bedeckt, ist also für Leute, die es freizügig mögen, ist es perfekt. Mir ist es ein kleines bisschen zu viel, aber es ist total bequem, also ich kann mich locker bewegen. Ist auf jeden Fall den Gucker wert. Ja, ich finde, also von der Form her ist der eigentlich ganz cool geschnitten, weil halt obenrum alles frei ist. Und auch am Bauch ist es halt hier so offen, obwohl es ja eigentlich ein Badeanzug ist. Aha, auch diese Outfits zeigen viel, haben dabei aber die Lage, oder besser gesagt, den Busen, anscheinend besser im Griff. Lissy macht den Unterwassercheck. Bleibt der Extrem-Cutout-Badeanzug in Form? Und, wie war's? Also ich bin echt überrascht. Es hat sich gar nichts bewegt. Also okay. Nicht mal hier? Nein, der hat total gut gepasst. Es ist nichts verrutscht. Ist auch jetzt durch das Wasser jetzt nicht irgendwie weiter geworden oder so. Mhm. Das ist alles nicht mit Post, sondern ja. Und man also sieht auch nichts durch. Nein. Immer noch blickdicht. Nächster Check, die Meinung der Badegäste. Ja, also ich finde, es sieht sehr gut aus, weil es halt mal was anderes ist. Ja, ich sehe jetzt zum ersten Mal, gefällt mir aber ganz gut. Ich finde es sehr schön, also ich denke mal, das ist so jetzt in dieser Saison. Stimmt genau, Trend Nummer 3 allerdings auch. Die Badeoutfits mit dem gewissen Extra. Fransen, Ketten oder Bommel. Dieser Trend hat es in, aber auch an sich. Das sind ja zwei Teile. Was ist das denn? Zwei verschiedene? Das ist sehr kompliziert. Die muss man erst so... Warte, ich helfe dir mal ein bisschen. Ich zieh dir mal deine Bommel hier raus. Ja, das ist bei mir auch voll kompliziert, weil die bleiben alle hängen beim Anziehen. Ja. Aber schick aus. Das ist auf jeden Fall ein Blickfang. Kannst du schön mit Salsa tanzen. Ich find's eigentlich ganz cool, weil es mal was anderes ist. Auf jeden Fall. Und das stört mich eigentlich gar nicht so. Also ich kann mich voll gut drin bewegen. Ja, also das Anziehen war erstmal sehr kompliziert, finde ich, weil es sind hier zwei Teile. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber man muss die halt erstmal hier alle irgendwie zusammenfummeln. Ist schon echt mal, also wenn man drin ist, geht's schnell, aber man muss sich halt erstmal reinfinden. Ist schon echt kompliziert, aber es sitzt perfekt, ist auch total bequem. Bingo! Aber was sagen andere über die Bikinis mit gewissem Extra? Ich als Mann kann nur sagen, das gefällt mir sehr gut. Ich würde das hier weglassen und ich würde auch die Fransen weglassen. An der Hose allerdings finde ich es schön. Das kaschiert so ein bisschen ein paar Problemzonen. Sieht sehr hübsch, sehr dekorativ, sieht sehr gut aus. Also ich habe ihn bemerkt und ich habe mich gewundert, ob das heiß wird in die Sonne. Nicht, wenn man für eine Abkühlung sorgt. Wir machen den Badecheck. Goldkettchen und Fransen im Wasser. Wie passt das zusammen? Ich habe damit gerechnet, dass die total nerven oder sich hier aus den Dingern rausklinken, aber die sitzen total gut. Ja, bei mir war es eigentlich auch so. Es hat mich beim Schwimmen nicht gestört. Die Bommeln sind jetzt zwar nass, aber ich finde, sie hängen schön und es erfrischt auch so ein bisschen, wenn sie so ein bisschen die Haut immer berühren. Wir halten fest, alle drei Extremstrandtrends kommen gut an. Doch welcher Look ist denn nun der hotteste 2016? Jemand mit Weitblick muss her. Bademeister Max, der hatte den ganzen Tag die heißesten Teilchen vor der Nase.
mein persönlicher Favorit für den Bademodentrend 2016. Weil er am besten und am schärfsten aussieht, ist für mich der Trend Extras. Der Experte hat gesprochen. In jedem Fall machen die trendigen Teilchen Frauen und Männern richtig Laune auf heiße Sommertage im Freibad. Die 47-jährige Nena ist Transgender. Aber was heißt es überhaupt, ein Transgender zu sein? Im falschen Körper wach zu werden,